Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Ich möchte euch in meinem heutigen Video zeigen, wie ich so eine Bestecktasche nähe. Und zwar habe ich diese Bestecktasche für ein Picknick genäht. Da passt Besteck rein und Servietten auch. Und zwar Besteck und Servietten für zwei Personen. Ich habe mir dazu hier auf der einen Seite vier Besteckfächer genäht. Auf dieser Seite ist ein großes Fach für zwei Stoffservietten und die ganze Tasche wird einfach so zusammengefaltet und hier mit dem Knopf und mit der Klappe verschlossen. Ich habe die Tasche aus einem Baumwollstoff genäht, weil ich sie dann nach dem Picknick auch immer schnell in die Waschmaschine stecken kann und dann ist sie ruckzuck wieder sauber. Wie ich die Tasche genäht habe, das zeige ich euch in meinem heutigen Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich die Stoffe für meine Bestecktasche zugeschnitten habe, hatte ich mir aus Papier so ein Schnittmuster gebastelt und ein bisschen hin und her geknickt, damit ich so ungefähr weiß, welche Maße vom Stoff ich brauche. Ich brauche für diese Bestecktasche nun zwei Stoffrechtecke, einmal für außen, einmal für innen. Die sind 25 cm breit und 88 cm lang. Für außen habe ich mir diesen gemusterten Baumwollstoff ausgeschnitten und als Futterstoff habe ich ein bisschen kombiniert und zwar habe ich hier einen Rest weißen Stoff und da habe ich einfach an die Längsseiten einen schmalen Stoffstreifen angenäht. Das ist dann der gleiche Stoff, den ich auch als Außenstoff zugeschnitten habe. Ich habe hier für das Futter, da muss ich ja auch auf 25 x 88 cm kommen, da habe ich mir einen 17 cm breiten Stoffstreifen zugeschnitten und dann zwei schmale 6 cm breite Stoffstreifen, alle 88 cm lang. Und dann habe ich die schmalen Stoffstreifen hier an der Längsseite, an der langen Seite von dem weißen Stoff jeweils angenäht. Nachdem ich die angenäht hatte, habe ich die Nahtzugaben zum dunklen Stoff gebügelt, damit man die dann hinterher nicht sieht. Das sind also meine beiden Stoffrechtecke für außen und innen. Auf den Außenstoff, da bügele ich auf die linke Seite einmal Flieseline H250. Die habe ich etwas schmaler zugeschnitten und etwas kürzer, als das Stoffquadrat groß ist, damit nachher die Nähte, wenn ich das alles zusammennähe, nicht so dick werden. Und für mein Futterteil habe ich mir Flieseline zum Aufbügeln ausgeschnitten. Das ist Flieseline H640. Die ist etwas dicker und die bügele ich auf die Rückseite des Futterstoffes. Das werde ich jetzt erstmal machen. Die Maße braucht ihr euch übrigens im Einzelnen jetzt gar nicht zu merken. Die schreibe ich euch nachher noch unten in die Infobox unter dem Video. Also ich werde jetzt als nächstes erstmal meine Flieseline aufbügeln und danach muss ich beide Stoffrechtecke eine halbe Stunde auskühlen lassen. Die Flieseline habe ich jetzt jeweils auf die Rückseite der Stoffe aufgebügelt, einmal auf den Futterstoff, die etwas dickere Flieseline und auf den Außenstoff, die etwas dünnere Flieseline. Und dann kann das Ganze jetzt eine halbe Stunde etwas auskühlen und in der Zwischenzeit kann ich mir die Klappe für die Serviettentasche vorbereiten. Da habe ich mir zwei Stoffkreise ausgeschnitten, einmal in bunt und einmal in weiß. Dazu habe ich einfach einen Teller auf den Stoff gelegt. Mein Teller hat einen Durchmesser von 23 cm und dann habe ich mir von den beiden Stoffen jeweils einen Kreis ausgeschnitten. Aber wenn ich jetzt die Stoffklappe nähen möchte und nehme das so, dass ich das nur einfach zur Mitte falte, dann ist die Stoffklappe zu klein und lasse ich das als ganzen Kreis, dann ist sie zu groß. Deshalb werde ich da jetzt unten einfach ein Stückchen abschneiden. Und zwar schneide ich da auf einer Seite einfach 7 cm vom Stoff ab. So.
Dann wird das meine Stoffklappe. Da nehme ich die beiden Stoffe und lege die rechts auf rechts und nähe die dann zusammen, und zwar einmal hier, wo die Rundungen sind. Da nähe ich das einmal füßchenbreit mit einem ganz normalen Geradstich zusammen. Und bevor ich das mache, werde ich auf die Rückseite von dem weißen Futterstoff auch nochmal Flieseline H250 aufbügeln. Die schneide ich auch wieder etwas kleiner zu, als dieses Teil groß ist, damit die Klappe noch ein bisschen Stabilität bekommt. Also erst auf die Rückseite vom Futterstoff Flieseline H250 aufbügeln und dann beide Stoffe rechts auf rechts legen und hier an den Außenkanten, wo die Rundungen sind, einmal zusammennähen. Jetzt habe ich also auf den Futterstoff, auf die Rückseite vom Futterstoff, einmal die Flieseline H250 aufgebügelt. Wenn ihr Flieseline aufbügelt, egal ob das jetzt diese dünne Flieseline ist oder diese etwas dickere Flieseline, dann dürft ihr nicht mit dem Bügeleisen immer so hin und her fahren, sondern immer das Bügeleisen ein paar Sekunden aufdrücken und dann weiterstellen. Und zwar nicht hier auf die Flieseline, sondern ihr nehmt euch ein Stück Stoff. Dies ist dann die rechte Seite von dem Stoff, dies ist die linke. Und da legt ihr dann ein Stück Flieseline auf. Ich habe jetzt hier nur mal so ein Beispielstück, das passt natürlich nicht, aber auf die Rückseite des Stoffes legt ihr die Flieseline auf, egal ob das die dicke oder die dünne ist. Die hat ja auf einer Seite diese Beschichtung zum Kleben, die legt ihr da drauf, dann dreht ihr das Ganze um und dann stellt ihr immer das Bügeleisen für ein paar Sekunden auf. Aufpassen müsst ihr, dass hier an der Seite nirgends was übersteht oder hier auch so kleine Stückchen von der Flieseline. Wenn man da dann mit dem Bügeleisen draufkommt, dann hat man dies alles unten an der Sohle vom Bügeleisen kleben und kann dann sehen, wie man das wieder abbekommt. Also, dies ist jetzt meine Taschenklappe. Die beiden Stoffe rechts auf rechts hier mit der Flieseline zusammengenäht. Und jetzt schneide ich da einmal die Nahtzugabe zurück. Das kann man auch mit einer Zackenschere machen, wenn man möchte. Ich mache das jetzt einfach mal so und schneide die ganz schmal zurück. Und dann kann ich diese vorbereitete Klappe für meine Bestecktasche wenden. Hier unten ist die ja noch offen, wo die gerade Seite ist. Also einmal wenden. Und damit man das hier oben schön hinbekommt, kann man eine Häkelnadel nehmen und da einmal so mit einer Häkelnadel entlang gehen. Oder man kann auch ein kleines Lineal nehmen und dann hier so schön die Nahtzugaben ausstreichen. Als nächstes werde ich das Ganze jetzt einmal bügeln. Das ist jetzt also meine gebügelte Taschenklappe. Die ist jetzt hier schön an den Rändern schön flach gebügelt. Und ich habe noch so einen Rest Schrägband. Und da habe ich mir überlegt, ich werde hier an den Rundungen einmal Schrägband drumherum nähen. Das muss man nicht. Man hat ja jetzt hier schon diese schöne geschlossene gebügelte Kante, aber das ist noch so ein Reststück, da kann ich auch kaum noch was anderes mitmachen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich werde hier das Schrägband annähen. Normalerweise näht man das ja so an, dass man das von der Vorderseite annäht und dann umfaltet und dann auf der Rückseite mit der Hand festnäht. Ich mache das jetzt ganz anders und ganz einfach. Das Schrägband ist ja schon so gefaltet. Ich falte das jetzt einfach nochmal zur Mitte, lege das hier an und dann nähe ich das da so fest. Man kann sich das feststecken, aber ich mache das eigentlich immer nicht, dass ich mir das feststecke, sondern ich ziehe mir das so schön hin, wie ich das haben muss, und fange dann einfach hier an und nähe das Schrägband so fest. Und zwar, dass die Naht auf dieser Seite liegt, so ganz knapp, vielleicht so 2 mm von dieser Kante entfernt. Da nähe ich mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3, einmal entlang. Bis jetzt habe ich ja mit weißem Garn genäht, als Ober- und Unterfaden weißen Garn, habe ich weißes Garn genommen. Aber für dieses Schrägband, da nehme ich jetzt als Oberfaden gelbes Garn
Unterfaden kann ich ja weiß lassen, weil die Rückseite ist ja weiß. Und dann nähe ich das so mit einem gelben Faden hier fest. Also mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3. Einfach hier so anlegen und dann ganz knapp kannte ich hier entlang nähen. Ihr braucht hier auch nicht groß umfalten und das irgendwie versäubern. Das macht man ja sonst auch, dass man sich das dann so legt. Ihr könnt einfach so, wie das Schrägband jetzt ist, könnt ihr einfach anfangen und das nähen, weil die Seite wird nachher umgeschlagen. Da ist das nicht so wichtig, ob das hier jetzt versäubert ist oder nicht. Also als nächstes werde ich mal das Schrägband annähen und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So sieht meine Klappe jetzt aus mit dem angenähten Schrägband. Und hier unten habe ich das Ganze einmal mit einem Zickzackstich, den habe ich mir etwas schmaler eingestellt, einfach versäubert. Jetzt muss ich ja hier in die Taschenklappe noch ein Knopfloch nähen, denn ich möchte die Tasche ja mit einem Knopf und Knopfloch verschließen. Dazu suche ich mir hier einmal die Mitte. Und zwar klappe ich dann das mal einmal so zusammen und habe dann hier die Mitte. Da kann ich mir dann eine Stecknadel einstecken zur Markierung. Hier ist die Mitte. Und dann hatte ich erst gedacht, dass ich so kleine Wäscheknöpfe, so alte Wäscheknöpfe als Verschluss nehme, aber ich finde, das sieht doch nicht so gut aus. Deshalb nehme ich nur einen etwas größeren Holzknopf und nähe den dann später an. Aber jetzt brauche ich ja für diesen Holzknopf ein Knopfloch. Und das Problem ist, meine Nähmaschine bzw. mein Knopflochfuß, da passt dieser große Knopf nicht rein. Der Knopf hat einen Durchmesser von 3 cm und den kriege ich hier nicht rein in meinen Knopflochfuß. Ich habe aber keine Lust, das Knopfloch mit der Hand zu nähen. Und man kann das auch mit der Nähmaschine nähen, ohne diesen Knopflochfuß. Aber das ist etwas aufwendiger, will ich mal sagen. Dazu habe ich auch keine Lust. Deshalb mache ich das immer so, wenn ich einen Knopf habe, der etwas zu groß ist und der hier nicht in das Füßchen reinpasst, dass ich mir einen anderen Knopf suche, der gerade eben noch hier reinpasst. Und dann stecke ich den da rein. Und ich weiß, dass das Knopfloch, das meine Nähmaschine dann mit dem etwas größeren Knopf näht, immer groß genug wird, sodass ich meinen Holzknopf hier durchziehen kann. Also bevor ich den Knopf auch, beziehungsweise bevor ich das Knopfloch hier in die Klappe nähe, mache ich mir auch immer auf ein Probestückchen ein Probeknopfloch, schneide das auf und gucke, ob der Knopf da durchpasst. Und bei diesem großen Knopf habe ich das eben mal ausprobiert, dass das mit diesem fast so großen Knopf also immer ganz gut passt. Also wenn ihr auch mal Knöpfe habt, die etwas zu groß sind für euer Knopflochfüßchen, dann könnt ihr das ja auch mal versuchen, dass ihr einen ähnlichen Knopf nehmt, ein Knopfloch näht zur Probe und dann guckt, ob der Knopf da durchpasst. Das geht natürlich jetzt nicht mit einem Knopf, der vielleicht 4-5 cm groß ist. Da muss man das Knopfloch dann schon anders mit der Nähmaschine nähen, also ohne Knopflochfuß oder eben mit der Hand. Aber bei diesem 3 cm großen Knopf, da passt das immer ganz gut, wenn man einen ähnlichen Knopf nimmt. Mein Probeknopfloch habe ich ja jetzt hier schon genäht und jetzt kann ich gucken, wo ich das Knopfloch haben will. Und wenn ich so ein Probestück habe, dann kann ich das hier mal ganz gut auflegen und kann das dann so positionieren, wie ich das haben möchte. Und zwar habe ich das jetzt mal so aufgelegt, dass zu beiden Seiten des Knopfloches 6 cm sind. Das kommt sogar ganz gut hin. Und dann kann ich jetzt also mit diesen beiden Teilen zur Nähmaschine gehen, spanne mein Knopflochfüßchen ein und weiß dann genau, wo ich anfangen muss zu nähen, damit das dann mit dem Knopfloch hinkommt. Und das werde ich jetzt als nächstes machen. So, hier habe ich jetzt das Knopfloch genäht mit diesem Knopf. Und damit ich, wenn ich weitere von diesen Knöpfen später mal benutzen möchte, immer weiß,
mit welchem Knopf ich das genäht habe, dann lege ich mir diesen Knopf, wenn ich ihn denn jetzt hier mal rauskriegen würde, lege ich mir dann gleich zu den anderen Knöpfen, die ich noch habe, dazu. Da lege ich mir den dann gleich mit rein. Und mein kleines Musterstück, das ich genäht habe, das lege ich mir auch gleich dazu. Und wenn ich dann mal später welche von diesen Knöpfen benutzen möchte, dann habe ich gleich so ein Muster da und habe auch gleich den Knopf da, den ich dann in mein Knopflochfuß spannen kann. Also hier habe ich jetzt das Knopfloch genäht. Das kann ich jetzt schon mal aufschneiden mit dem Nahttrenner. Und damit ich das nicht hier an den Seiten kaputt schneide, stecke ich mir hier kurz vor dem Riegel eine Stecknadel ein und kann dann von hier einstechen mit dem Nahttrenner und kann dann vorsichtig bis nach hinten mit dem Nahttrenner dadurch. Oder ihr könnt auch eine kleine Schere nehmen, eine spitze Schere. Und hier, wo die Nadel ist, da stoppt dann automatisch der Nahttrenner, sodass man nicht hinten den Riegel durchschneidet und dann ist das Knopfloch hin. Und jetzt, wo ist mein Knopf? Da ist er. Kann ich mal gucken, ob es passt. Und das passt, der Knopf geht da durch. Also das klappt aber auch wirklich nur bei Knöpfen mit einem Durchmesser von 3 cm, dass man da mit einem etwas kleineren Knopf so mogeln kann und kriegt den dann da noch durch das Knopfloch durch, wenn man das einfach mit einem anderen Knopf näht. Nächstes kann ich die Taschenklappe jetzt auf dem Außenteil der Bestecktasche festnähen. Dazu nehme ich den Stoff der Außentasche und messe da einmal von einer Seite nach hier 25 cm ab und dann falte ich mir das so, also 25 cm und bügel hier einmal entlang. Und wenn die Tasche später fertig ist, dann sieht sie ja ungefähr so aus, hier mit dem Knopf, und von hier kommt dann so die Taschenklappe. Also, hier habe ich mir jetzt den Knick gebügelt und da, wo der Knick ist, lege ich die Tasche an, dass sie mit dem Knick abschließt, dass sie möglichst in der Mitte liegt, also auf beiden Seiten ist etwas mehr als 1 cm Platz. Und dann nähe ich die einmal knappkantig mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3 fest. Und wenn ich das gemacht habe, dann bügel ich das Ganze einmal nach hier und nähe da dann auch nochmal entlang. Und zwar dann füßchenbreit mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3. Und weil das Ganze dann ja etwas dicker ist, also dadurch, dass ich das ja jetzt so umgeklappt habe, sind da ja 2 Schichten und dann noch dieser Stoff und die Flieseline. Da werde ich dann diese Naht füßchenbreit mit Stichlänge 3 dann mit dem Obertransportfuß nähen. Also die Tasche hier an den Knick anlegen, dass das so abschließt. Einmal knappkantig entlang nähen, umklappen, bügeln und dann mit dem Obertransportfuß Füßchen breit auch nochmal hier lang nähen, damit das dann schön hält. Hier habe ich jetzt die Taschenklappe aufgenäht, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Und als nächstes kann ich jetzt die beiden Stoffrechtecke rechts auf rechts zusammenlegen und dann nähe ich da einmal Füßchen breit mit einem ganz normalen Geradstich ganz drumrum. Man muss aufpassen, dass die Klappe schön gerade liegt, wenn man sich das zusammensteckt. Hier an der Seite ist ja noch jeweils ein guter Zentimeter Platz, sodass man da mit dem Nähfüßchen auch schön entlang nähen kann, ohne dass man die Taschenklappe mitnäht, mit festnäht. Also dann rechts auf rechts die beiden Rechtecke ringsrum etwas zusammenstecken. Dann einmal ganz drumherum nähen mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5 und an einer Seite eine Wendeöffnung lassen. Ich lasse die Wendeöffnung in einer Längsseite und die Wendeöffnung muss mindestens so groß sein, dass man da mit der Hand durchfassen kann, wenn man das Teil dann später wenden will. Also man fängt hier an zu nähen mit Verriegeln, näht dann einmal ganz drumrum, kommt hier an der Wendeöffnung wieder an und da muss man auch wieder verriegeln. Das ist wichtig, dass man am Ende und am Anfang verriegelt, denn wenn man das Teil später wendet und hat das hier nicht verriegelt, dann reißt das
manchmal ein, wenn man da reinfasst und das wendet. Also jetzt einmal rundherum zusammennähen und dann geht's gleich weiter. Nachdem ich da nun einmal drumherum genäht habe, kann ich die Ecken etwas zurückschneiden und zwar vorsichtig, ohne in die Nähte zu schneiden. Und dann kann ich die Nahtzugaben einmal rundherum zurückschneiden. Und hier, wo die Wendeöffnung ist, da schneide ich die Nahtzugabe gleich nicht zurück, weil wenn ich die Wendeöffnung, die Nahtzugabe an der Wendeöffnung auch zurückschneiden würde, dann könnte ich die Wendeöffnung nachher nicht mehr so gut zunähen. Also hier ist meine Wendeöffnung, da schneide ich die Nahtzugabe nicht zurück. Ich schneide hier bis an die Wendeöffnung ran und dann schneide ich hier so weiter die Nahtzugabe rundherum etwas zurück. Und wenn ich das gemacht habe, rundherum die Nahtzugaben zurückgeschnitten habe, dann kann ich mir die Nahtzugabe hier an der Wendeöffnung jeweils nach innen falten und einmal so mit dem Fingernagel drüber gehen, damit man so eine Kante hat und dann das schon mal vorsichtig bügeln, diese beiden Nahtzugaben. Und danach, wenn ich das gemacht habe, kann ich dann hier reinfassen und das ganze Teil einmal wenden. Für die Ecken nehme ich wieder eine Häkelnadel, damit kann man dann die Ecken schön ausarbeiten und alles schön glatt streichen von innen mit der Häkelnadel, sodass das dann ein schönes gewendetes Teil ergibt, wenn man es dann gewendet hat. So, ich habe meine Bestecktasche inzwischen gewendet und gebügelt. Hier ist bei mir die Wendeöffnung und dadurch, dass ich mir das vor dem Wenden schon so nach innen gebügelt habe, legt sich das nach dem Wenden schon so schön an, sodass man das dann ganz einfach zunähen kann. Aber die Wendeöffnung braucht jetzt hier nicht zugenäht werden, sondern die wird gleich mit zugenäht, wenn ich die Bestecktasche zusammennähe. Dazu falte ich mir die jetzt einmal, und zwar so, dass mein Besteck da gut reinpasst. Bei mir sind das 22 cm, also hier habe ich ja die Klappe, dann falte ich die eine Seite 22 cm nach hier und dann stecke ich mir das fest. Auf dieser Seite auch. Etwas feststecken, dann kann man ja zur Probe noch mal so das Besteck etwas auflegen und dann wird die andere Seite auch zur Mitte hingefaltet und dann kann man das mal einmal so drüber legen und gucken, ob das mit dem Knopf hinkommt. Kommt hin. Also das müsst ihr dann selbst so ein bisschen ausprobieren, wie das bei euch gefaltet werden soll. Bei mir sind das auf dieser Seite jetzt 20 cm, die ich das so gefaltet habe. Auf diese Seite wollte ich ja später die Servietten stecken. Also in dieses Taschenfach kommen die Servietten. Das stecke ich mir dann auch einmal so fest. Und dann muss ich diese beiden Längskanten jetzt einmal nähen. Also einmal von hier nach hier knappkantig entlang steppen und von hier nach hier auch mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3, also nicht füßchenbreit hier dran lang nähen, sondern etwas knapper, vielleicht so 5 mm entfernt auf beiden Seiten einmal entlang gehen und hier, wo die Klappen sind, hier auch, da nähe ich einmal ein bisschen vor und wieder zurück, dann nähe ich weiter, nähe über dieses Teil rüber, auch wieder ein paar Stiche zurück, also wie verriegeln und dann weiter nach hier am Anfang und am Ende sowieso verriegeln und eben hier, wo die Klappen sind, auch nochmal verriegeln und dann aber einfach hier weiter nähen. Wenn man das dann hier verriegelt, dann hat das ein bisschen mehr Halt. Wenn man da später was reinsteckt oder rausnimmt, dann ist das einfach nur, dass das etwas mehr Halt hat, wenn man hier diese
4 kleinen Stellen verriegelt. Also beide Längsseiten zusammennähen, nicht ganz füßchenbreit, sondern vielleicht so 0,5 cm vom Rand entfernt die Naht setzen. Jetzt habe ich die beiden Längsseiten zusammengenäht und dadurch habe ich dann hier auch die Wendeöffnung mit verschlossen. Hier an diesen 4 Stellen, da habe ich noch mal extra verriegelt, damit das auch schön Halt hat. Jetzt wird die Tasche ja nachher so zusammengefaltet. Hier kommt dann noch der Knopf hin und dann wird die Tasche so verschlossen. Und auf dieser Seite, wo hier hinten die Tasche ist, da muss ich jetzt noch 3 Nähte nähen, sodass ich 4 Fächer für das Besteck bekomme. Da müsst ihr jetzt mal gucken, welches Besteck ihr in eure Bestecktasche später hineinstecken wollt. Ich wollte ja immer 2 Löffel nehmen, 2 Messer und 2 Gabeln. Dann stecke ich mir jetzt einfach hier mal 2 Messer rein und gucke, wie viel Platz ich brauche. Das sind 5 cm und dann setze ich die erste Naht nach 5 cm. Das kann ich mir dann so ausmessen. Hier bei 5 cm. Da nähe ich gleich einmal runter. Dann stecke ich das nächste Besteck daneben. Das wären dann bei mir zum Beispiel die Löffel. Da brauche ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz. Da werde ich die nächste Naht nach 5,5 cm machen. Und nähe dann da einmal entlang. Dann habe ich schon mal Messer und Löffel untergebracht. Jetzt die beiden Gabeln. Da kann ich wahrscheinlich wieder nach 5 cm nähen. Einmal eine Naht runter. Und ins letzte Fach, das ist dann etwas breiter, bei mir zumindest, kann ich dann die Teelöffel stecken. Und da könnte ich direkt noch eine 4. Naht machen. Nach 4 cm, bei mir sind es 4 cm. Und dann habe ich hier noch noch ein kleines Fach, da könnte ich dann noch ein kleines scharfes Messer oder Kuchengabeln oder was man will, könnte man da noch reinstecken. Also je nachdem, wie lang euer Besteck ist und wie breit, danach messt ihr euch das aus, wie ihr die Nähte machen müsst. Ich habe es jetzt ausgemessen, dann kann ich das Besteck nochmal rausnehmen. Und dann nähe ich gleich von hier nach hier unten. Von hier nach hier, von da nach da und von da nach da, die 4 Nähte. Hier, wenn ich anfange, da verriegele ich wieder und nähe auch einen Stich auf das Futter. Also ich fange hier an zu nähen und nähe dann etwas zurück, einen Stich über das Futter, damit das hier auch gut hält, wenn man das Besteck da rein und raus nimmt. Und auf dieser Seite ist ja auf der Rückseite die Klappe. Dann müsst ihr gucken, wo die Klappe ist, dass ihr die jetzt mit der Naht nicht mit festnäht. Dann hört ihr einfach 3 cm hier von der untersten Falte, von diesem Knick. Bis dahin macht ihr nur die Nähte. Das kann man sich ja entweder einzeichnen oder mit Stecknadeln so ein bisschen feststecken, dass man weiß, man darf nur bis hier nähen. Also die Nähte von hier nicht bis ganz nach unten, sondern 3 cm vor diesem Knick aufhören zu nähen und dann auch wieder verriegeln. Das mache ich jetzt als nächstes, also die 4 Nähte nähen. Messt euch das ab, guckt, welche Größe euer Besteck habt, dass ihr wisst, dass das dann auch hinterher passt. Also diese 4 Nähte mache ich jetzt und dann brauche ich ja nur noch den Knopf annähen und dann ist die Bestecktasche dann fertig. Inzwischen habe ich die einzelnen Fächer genäht. Ich wollte ja eigentlich 5 Fächer nähen mit 4 Nähten, aber beim Nähen habe ich bemerkt, dass das doch etwas zu eng wird und deshalb habe ich doch nur 3 Nähte gemacht und dadurch 4 Fächer erhalten. Das letzte Fach ist etwas größer, da habe ich die Teelöffel reingesteckt und wenn man möchte, ist da jetzt auch noch wirklich ausreichend Platz genug, wenn man da noch ein kleines Schälmesser mit einstecken möchte. Hier habe ich die Gabeln drin und hier die Löffel und hier die 2 Messer. Als letztes muss ich jetzt ja noch den Knopf annähen, damit ich die Tasche verschließen kann. Das müsst ihr euch dann mal so etwas zusammenklappen und dann gucken, wo der Knopf hin muss.
Ich habe mir das jetzt hier so ausgemessen, dass der Knopf hier so hin soll. Und dann muss man da halt, das ist jetzt etwas umständlich, hier reinfassen und kann dann so den Knopf annähen. Da muss man dann einmal hier in diese Tasche fassen und den Knopf dann hier auf der Außenseite annähen. Das ist vielleicht etwas kompliziert, aber ist auch machbar. Jetzt habe ich eben den Knopf hier angenäht. Das war doch etwas umständlich, weil man dann ja hier reingreifen muss und muss dann hier den Knopf annähen. Das hätte ich mir einfacher machen können, indem ich den Knopf vorher angenäht hätte. Und zwar bevor ich diese beiden Längsseiten zusammengenäht habe, da hätte ich den Knopf hier schon annähen können. Also wenn ihr die Tasche nachnäht und legt euch das dann so hin, wie das später gefaltet werden muss, und legt euch das dann so hin mit der Klappe, dann müsst ihr ausmessen, wo ungefähr der Knopf hin soll und näht den dann mittig auf und danach näht ihr erst diese beiden Längsseiten zusammen. Dann ist das einfacher, als wenn man jetzt hinterher hier durchfassen muss und muss dann den Knopf annähen. Also bevor ihr die Längsseiten zusammennäht, einmal ausmessen, wo der Knopf hin soll und dann den Knopf in der Mitte annähen, das geht einfacher. Mein Besteck habe ich inzwischen auch nochmal anders einsortiert, und zwar habe ich hier in das etwas breitere Fach die Gabeln gesteckt, dann habe ich da mehr Platz für die Gabeln, und hier in dieses schmalere Fach habe ich die beiden Teelöffel gesteckt. Aber wie gesagt, das müsst ihr sowieso ausprobieren, wie lang und wie breit euer Besteck ist. Und danach richtet sich das dann, wie ihr die drei Nähte setzt. Meine Bestecktasche ist jetzt soweit fertig. Ich habe hier noch so zwei alte Stoffservietten. Die wollte ich auf dieser Seite noch in die Bestecktasche stecken. Und dann kann ich das Ganze so zusammenfalten, mit dem Knopf zumachen, und dann ist die Bestecktasche fertig. Darauf achten müsst ihr beim Nähen, dass ihr das Besteck hier einfüllt, hier wo die Klappe aufgenäht ist, dann kann man das besser zuschlagen, dann ist die schwere Seite unten und die leichte Seite mit den Servietten wird dann oben drüber geschlagen. Das geht einfacher, als wenn man das andersrum näht. Und meine Tasche wird jetzt ins Auto gelegt, ins Handschuhfach, und dann haben wir immer Besteck dabei, wenn wir mal mit dem Auto unterwegs sind, und wenn wir Fahrrad fahren, dann nehmen wir sie halt auch mit. Ich hoffe, meine Nähanleitung für diese Bestecktasche hat euch gefallen, und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!